Wir gehen dem Mythos auf dem Grund, dass der Kompressorkühlschrank besser kühlt als der Absorberkühlschrank. Und wo sind eigentlich überhaupt die Unterschiede der beiden Kühlschrankarten? Und warum wird ein Kompressorkühlschrank vorrangig im Campervan verbaut und der Absorberkühlschrank in hochpreisigeren Fahrzeugen? Macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Aber genau das gucken wir uns heute gemeinsam an. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Gümmer TV, eurem Wohnmobilhändler. Kommen wir erstmal zu dem Thema Funktionsweise. Warum gibt es denn da überhaupt Unterschiede? Beim Absorberkühlschrank ist es so, dass mit einer Flamme ein Wasser-Ammoniak-Gemisch erhitzt wird aus diesem Wasserdampf und durch die Kondensation bzw. Absorption, wie der Name schon sagt, entsteht Kälte. Das eigentlich wird was erhitzt und dadurch entsteht Kälte. Das ist ein sehr krasser chemischer Prozess, der echt nicht so einfach zu verstehen ist. Und beim Kompressorkühlschrank arbeitet ein Kompressor und pumpt ein Kältemittel dann rein und dort funktioniert es ähnlich, auch mit Kondensat, mit der sogenannten Siedekühlung wird dann durch ein ähnliches Prinzip der Kühlschrank runtergekühlt. Der einzige Unterschied ist, beim Absorberkühlschrank wird eine Flamme generiert, die etwas erhitzt, also ist ein Kreislauf, und beim Kompressorkühlschrank arbeitet ein elektrischer Kompressor. Und da haben wir auch schon den ersten Unterschied und beziehungsweise auch den ersten Vorteil von dem Absorberkühlschrank. Denn den Absorberkühlschrank könnt ihr mit Gas, mit 12 Volt Strom, aber auch mit 230 Volt Landstrom betreiben. Der Absorberkühlschrank ist nochmal geräuschärmer als der Kompressorkühlschrank, hat meistens eine etwas längere Lebensdauer aufgrund dieser Thematik, da keine beweglichen Teile verbaut sind und auch in den meisten Fällen nochmal ein entsprechend höheres Fassungsvermögen. Das ist jetzt ein ganz einfaches Modell, der Slim Tower mit 142 Liter. Dadurch, dass der auch mit Gas funktioniert, beziehungsweise auch durch die Flamme, muss das Fahrzeug meistens waagrecht stehen, dass er ordentlich funktioniert. Selbst im Strombetrieb ist manchmal ein bisschen anstrengend. Und ein weiterer Nachteil ist, dass der bei hohen und sehr niedrigen Temperaturen nicht mehr so gut funktioniert, wie das bei einem Kompressorkühlschrank der Fall ist. Und tatsächlich haben wir bei dem Absorberkühlschrank im Strombetrieb nochmal einen etwas höheren Strombedarf. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es beim Kompressorkühlschrank aus? Hier vor uns ist jetzt der Kompressorkühlschrank und Kompressorkühlschränke sind meistens in Campervans verbaut. Warum? Campervans sind oft dafür ausgelegt, autark zu stehen. Deswegen wird in Campervans meistens auch eine Dieselheizung verbaut und eben der Kompressorkühlschrank, denn den kann ich erstens mal ohne Gas betreiben und außerdem läuft er über 12 Volt oder beziehungsweise 230 Volt nochmal deutlich besser, als es beim Absorberkühlschrank der Fall ist. Also die Kühlleistung ist besser. Man ist auch nicht angewiesen auf irgendwelche Temperaturen, weil er bei sehr hohen und sehr niedrigen Temperaturen trotzdem meistens noch genauso gut läuft. Das ist der Vorteil vom Kompressorkühlschrank. Kompressorkühlschrank. Des Weiteren müsst ihr hier nicht auf eine Schräglage achten. Ihr könnt schräg stehen, wie ihr wollt. Das ist ein elektrisches System, der angetrieben wird. Dennoch ist er ein bisschen wartungsintensiver, weil da, wie gesagt, ein Kompressor betrieben wird. Und dieser Kompressor hat meistens zur Folge, dass da halt auch dementsprechend mal was kaputt gehen kann. Oder die Wahrscheinlichkeit ist etwas höher, dass was kaputt gehen kann. Der weitere Nachteil ist, dass er wirklich ein bisschen lauter ist als der Absorberkühlschrank. Bei Campervans natürlich ein bisschen der Nachteil. Aber, Josh, du kannst mir hier hinfilmen. Meistens haben wir hier noch die Möglichkeit, einen Nachtmodus bei diesem Kühlschrank einzustellen. Und wenn ich diesen Nachtmodus einstelle, läuft er deutlich ruhiger. Natürlich auch mit verminderter Leistung. Aber dann habt ihr eine ähnliche Geräuschkulisse, wie das beim Absorberkühlschrank der Fall ist. Und der letzte Nachteil ist natürlich auch der Vorteil vom Absorberkühlschrank. Ihr seid hier ausschließlich auf Strom angewiesen. Das heißt, wenn eure Batterie irgendwann leer ist, dann müsst ihr eigentlich mit dem Auto wieder weiterfahren, dass der weiterhin laufen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, kann es sein, dass es euch die Batterie leer zieht. Und das ist natürlich dann auch ärgerlich. Jetzt habt ihr mal einen Gesamtüberblick auf die beiden Kühlschränke bekommen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen Kühlschrank ihr bevorzugt. Wie gesagt, Kompressorkühlschrank mehr auf Autarkie ausgelegt. Deutlich bessere Leistung. Absorberkühlschrank, seid ein bisschen unabhängig vom Strom, könnt auch mal über Gas heizen. Aber auch da, wenn es mal wirkliche Extremtemperaturen sind und es warm oder kalt ist, dann habt ihr mit dem Absorberkühlschrank ein kleineres Problem. Aber da ist euer Feedback mal gefragt, wie ihr das in der Praxis handhabt, das würde mich mal sehr interessieren. Selbstverständlich freuen wir uns über einen Daumen nach oben und wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann!